17 Uhr. Hier ist der österreichische Rundfunk. Die Nachrichten. Lebhafte innenpolitische Diskussion um 35-Stunden-Woche. Medien der Ostblockstaaten beginnen Kampagne gegen Friedensnobelpreisträger Lech Walesa. Liberale Internationale. Prächtig. Ach, also genauso. Ach ja. Der braun, knusprig, wunderschön. Und wie der riecht, es rinnt dann eigentlich das Wasser im Mund zusammen. Also ich weiß nicht, Gnefrau, Ihre Begeisterung schlagt gerade keine sehr hohen Wellen. Ich meine, ich bin ja nicht empfindlich, das kann ich mir da wohl gar nicht erlauben bei der Laune von meinem Engel. Obwohl, ich meine, selbst wenn ich mich aufhänge, ich glaube, der tät sich nicht einmal giften. Oh ja, der giftet sich schon den ganzen Tag wegen nichts und wieder nichts. Aber keine Rede, vor dem Fernseher hockt er und glotzt hinein, ein Motzfotz ist er. Also wie gesagt, ich bin ja nicht empfindlich, aber so Ihre kalte Ablehnung meinem warmen Strudel gegenüber, das kränkt mich denn doch etwas. Muffig ist er, das alles. Muffig? Muffig? Na bitte. Dann vergessen wir ihn. Vergessen Sie, dass mein Herz drinnen ist. Wissen Sie was? Hauen Sie ihn weg. Sagen Sie, wie reden Sie denn? Was heißt, hauen Sie ihn weg? Bin doch verheiratet mit ihm. Was, mit meinem Apfelstrudel? Was denn für ein Apfelstrudel? Ich rede ja die ganze Zeit von ihm. Ja, ich rede doch von meinem Mann. War tot. Den ganzen Tag schimpft er, nix passt ihm. In der Früh steht er unter der Dusche, auf einmal kommt kein Wasser. Na ja, mein Gott, es hat schon mal sowas gegeben. Auf einmal klingelt's. Also da kommt der Herr Nowak und sagt, es ist irgendein Wasserstrang kaputt, ja. Und er weiß nicht, ob man es heute noch reparieren kann. Na, da hätten Sie aber meinen Mann hören sollen. Ich finde, das ist keine solche Katastrophe. Ja. Aber er hat diesen armen Nowak so zusammengebrüllt, als hätte der den Wasserstrang persönlich durchgebissen. Vielleicht hat er. Aber jetzt. Na ja, und so ist das den ganzen Tag weitergegangen. Und das Ärgste ist für ihn, dass ich die Einladung da drüben bei den jungen Leuten angenommen habe, da in der Wohngemeinschaft. Warum hat man ihm das nicht früher gesagt? Warum nimmt man keine Rücksicht auf ihn? Warum? Warum muss man jetzt jeden Samstag ausgehen? Warum können wir nicht in unserem gemütlichen Heim bleiben? Warum müssen wir unentwegt irgendwo Obdach suchen? Bitte, Franz, was heißt unentwegt? Also bitte, na, vorigen Samstag zum Beispiel waren wir im Bad. Ja, und das war deine Idee. War das mein? Ja, das war deine. Naja, gut, bitte, ja. Das hatte ja eine gewisse Berechtigung. Ja. Erstens haben wir uns im Baden kennengelernt. Na schön, eine gewisse Reminiszenz, nicht wahr? Ja. Und dann wollte du das Künstlerheim also zeigen. Na gut, aber bitte, aber warum müssen wir heute wiederum zu diesem Happening gehen? Franz, bitte, das ist kein Happening. Das ist eine ganz gewöhnliche Jause. Eine Jause? Ja, natürlich eine Jause. Und es geht um diese Kinder da drüben, du, die meinen das so gut. Ja, mit wem meinen sie es so gut? Ach Gott. Sie meinen es mit uns gut und mit sich gut und mit dem ganzen Haus gut. Sie wollen halt alle Mieter vom Haus wollen sie einladen. Das finde ich ganz reizend. Naja, und da sie nicht so viel Platz haben, machen sie es halt hintereinander. Und heute sind wir dran mit der Frau Neuberger. Naja, das ist doch eine wirklich nette Idee. Das ist eine nette Idee. Ja. Du findest eine nette Idee, den Nachmittag mit der Neuberger zu verbringen? Du, es geht nicht um die Neuberger. Franz, bitte. Es geht um diese jungen Leute da drüben. Und es geht um ein bisschen Freundlichkeit. Die Frau Sokol hat aus Freundlichkeit einen Apfelstrudel gebacken. Und den nehmen wir jetzt mit zu den Leuten. Moment. Du hast mir doch gerade erzählt, wir sind eingeladen zu einer Jause. Ja. Und wenn wir zur Jause eingeladen sind, da bringen wir den Apfelstrudel mit. Bitte, warum können wir unser eigenes Essen nicht in unserer eigenen Wohnung essen? Warum müssen wir unseren Apfelstrudel drüben... Warum? Wirklich? Hörst jetzt endlich auf? Du redest schon wirklich wie ein dreijähriges Kind. Sag mal, was hast denn du da überhaupt für einen stinkfeinen Anzug an?
Entschuldige bitte, was war heute, passt aber auch gar nichts. Warum? Na, ich hab gedacht, wir machen uns einen Besuch. Aber bitte, bitte, wenn dir der nicht passt, bitte schön. Gut, ich zieh ihn aus, geh sehr gern im Adamskostüm herum. Ne Frau, soll ich ihn unten ein bisschen anzucken oder nehmen Sie ihn nackert mit hinüber? Frau Sokol, ja? Wirklich, Ihr Humor zielt unter die Gürtellinie. Aber ich ziele überhaupt nicht, ich treffe nur. Weil wissen Sie, Herr Sektionschef, manche wollen den Strudel so und manche hingegen ganz anders. Ja, Frau Sokol, wir nehmen ihn so mit, wie er ist. Schau mal, wenn du in diesem unglaublich konventionellen Anzug rüberkommst, dann verschüchterst du mir diese Jungen ein, diese Kinder, noch bevor du den Mund aufgemacht hast. Also gut, also soll ich nicht einschüchtern. Nicht? Und damit ich sie nicht einschüchtere, muss ich was anderes. Ja, bitte darum. Gut, bitte dich herzlich. Ich würde mir überlegen, ob mir da was Passendes einfällt, vielleicht was Ausgefallenes. Moment. Mein Gott, diese Männer. Ich trete ins Zimmer mit dem Stuhl in der Hand. Mein Meisterwerk, Schatz. Der riecht ja wie echt. Gar nicht alternativ. Du draußen weg, dir trau ich nicht, gell? Zweimal einatmen und von dem Strudel bleiben nur noch ein paar Bröseln übrig, gell? Naja, alternativ ist er nicht, ich geb's schon zu. Ich habe gesündigt. Ach. Ja. Ich habe ihn erstens einmal mit selbst ausgezogenen Strudelteig gemacht. Zweitens habe ich Apfel dazugegeben, Rosinen, Zimt, Zucker. Weißt, man muss ihm Konzessionen machen am Geschmack von Zivilisationsgeschädigten. Übrigens, Geschmack? Sag einmal, wie schaust denn du heute aus? Hm? Das erste Mal, dass ich dich im Anzug sehe. Und mit Krawatte. Ja. Das haut einem fast aus die Schlafen. Ich habe mir heute gedacht, es ist nur höflich, wenn man sich seinen Gästen anpasst. Schatz, der alte Sektionschef kommt sicherlich im dunkelblauen Amtslook daher. Na, da muss ihm wenigstens einer von uns dreien würdevoll entgegentreten. Was für ein Glück, dass wir dich haben. Genau. Würde und Apfelstrudel. Ja. Was täten wir nur ohne dich? Hm? Nur. Na? Die Würde riecht ein bisschen komisch. Na? Riechen. Moment. Na. Du hast recht. Nach Mottenkugeln. Jetzt hört's auf, von mir herumzuschnuppern wie die Polizeihunde. Das nächste wird vielleicht noch die Haxerl heben, oder was? Nein, das bestimmt nicht. Denn falls es dir noch nicht aufgefallen sein sollte, wir sind Mädeln. Nein. Also ja. Du, ein bisschen geht schon die Luft verbessern, wenn du die Mottenkugeln wenigstens nicht mit dir herumtragen würdest. Ich denke, bin ich nämlich echt allergisch. Ja, also, aber bitte reiß dich zusammen. Bitte, was machst du für einen Eindruck, wenn du da herumniest wie die Kameliendame? Also du, die hat gehustet, du Banause. Das ist wurscht. Ungesund wirkt beides. Und als Gastgeber hat man die Pflicht, seinen Gästen strahlend und voll fit entgegenzutreten. Merkt das? Voll fit? Geht der schon wieder auf mich los? Voll fit, hab ich gesagt. Fit, verstehst? So. Also fix, fix. Alles in Ordnung, sauber gemacht, Staub gewischt. Ja, jetzt kriegt er wieder einen patriarchalischen Anfall. Ja, sicherlich. Einer muss ja von uns Vieren da für Ordnung sorgen. Apropos Birgit, was sollen denn deine afrikanischen Trümmer da auf dem Schreibtisch? Weg damit! Trümmer! Es ist ein Mitbringsel von einem sehr, sehr lieben Freund, der diesen Sommer in Afrika war. Und ich häng dran. Es ist nämlich das Einzige, was mir von ihm geblieben ist. Aber nein. Ist er dahin geschieden? Nein, aber dahin gegangen mit so einer kleinen, nickrigen. Das ist eben, weil Männer und Frauen keine Größe ertragen. Mir geht's immer so. Ja, mir auch. Aber nur umgekehrt. Bei mir flüchten sie immer zu den langen Dünnen. Wisst ihr was? Ich habe für euch zwei eine prima Idee. Ihr solltet einmal die Adressen eurer Flüchtlinge austauschen. Mhm. Das wäre dann für alle Beteiligten ein echtes Hilfsprogramm. Was sehr verstehst denn du schon davon? Aber du, in Afrika muss der Freddy noch an mich gedacht haben, wie er die Maske gekauft hat. Du, ja? Birgit, hundertprozentig. Ihr schrecklicher Anblick hat ihn sofort an dich erinnert. Sehr lustig. Also jetzt Schluss mit dem sentimentalen Geschwafel. Weg mit den Resten von Afrika, Freddy. Ja, ja. Da liegt noch eine zermudelte Zeitung voll dein, wie es da ausschaut. Schließlich wollen wir den Leuten doch einen gemütlichen Nachmittag bereiten, nicht wahr? Du, der Sektionschef ist sicherlich schon ganz aus dem Häuschen verfreut, dass er zu uns kommen darf. Das glaube ich. So, das Sticker noch. Nahila? Zufrieden? Ja,
ist es, Marantios. Ja, das ist der einzige Ausdruck. Sag einmal, was hast du denn jetzt wieder an? Ja, bitte, das Kostüm eines amerikanischen Hitlerwäldlers aus dem hintersten, finstersten Westen. Und wo haben Sie denn das her, Herr Sektionschef? Das habe ich einmal auf einen Maskenball getragen. Ist gar nicht so lange her, so circa 50 Jahre. Franz, so. Ich habe mir vorgestellt, dass du dich ein bisschen salopper kleidest. Und ich habe nicht gemeint, dass du dich als Kasperl verkleiden sollst. Also heute könnt ihr wirklich überhaupt nichts mehr recht machen. Aber bitte schön, gut, gut, gut. Ich gehe so oder gar nicht. Ne, Frau, nehmen Sie ihn, wie er ist. Aufs Äußere kommt es doch nicht an. Hauptsache ist doch sein sonniges Gemüt. Ja. Und jetzt nehmen Sie den Strudel, gehen Sie hinüber und recht gute Unterhaltung wünschen. Ja, das wird sehr unterhaltend werden. Sehen Sie, das ist nett, wenn Sie so sonnig lachen. Ja. Sind Sie doch einfach so, wie Sie immer sind, Herr Sektionschef, damit die Jungen gleich den richtigen Eindruck haben. Ach Gott, Frau Sockel, jedes Wort umsonst. Also, Sie können jetzt auch gehen, weil jetzt heute gibt es nichts mehr zu tun. Oh nein, ich bleib lieber da, weil ich lese noch ein Buch. Was Sie lesen? Ja, Herr Sektionschef, es wundert Sie, dass ich des Lesens mächtig bin, nicht? Ich habe mir in der Leihbibliothek ein Buch entborgt, ein wissenschaftliches, und das werde ich jetzt hier lesen, ohne dass der Engel dabei ist. Hat so seine Gründe, nicht? Ja, ich glaube, es ist gut, dass Sie da bleiben, denn wissen Sie was? Ja, wenn der Guido kommt, irrtümlich, hier herein, schicken Sie ihn bitte gleich nach vis-à-vis. Er ist nämlich auch eingeladen, aber wie mein Schwager Kang wird in seiner Verwirrtheit das völlig vergessen. Ja. Moment, heute hast du den aggressiven Tag. Wieso? Mein Bruder ist nicht verwirrt. Jetzt tust du mal ganz in Eisen kommen, gehen wir. Ach Gott, wird das ein reizender Nachmittag. Das wird ein ganz bezaubernder Nachmittag. Ja, das ja. Viel Vergnügen. Na, das wird was. So. Muss ich schauen, was in diesem Buch Hoppauf zu den Sternen über den Steinbock steht. Der Astrologie für den Hausgebrauch. Also, tief empfindend, nach Reinheit strebend, das ist eh wahr. Ich tue da wirklich nichts mehr zusammen. Ich glaube, das ist anders gemeint. Ja, enthaltsam, anständig. Ja, das stimmt eigentlich alles. Das ist ein ausgesprochen gescheites Buch. So, meine Lieben. Ja, ich freue mich auch, dass wir da sind. Ich habe einen Apfelstrudel mitgebracht. Nein. Ach, das tut mir aber leid. Nein, das macht überhaupt nichts. Nein. Doppelt heute besser und mit einem Haar hätten wir sowieso zu wenig gehabt. Das ist aber reizend, wie Sie es hier haben. Sehr hübsch. Sehr ein bisschen bunt zusammengewürfelt. Ja. Die meisten Sachen haben wir am Flohmarkt gekauft. Ja, passt alles sehr gut zusammen. Ja. Nein, also diese Lampe ist bestimmt vom Flohmarkt. Ja. Ist reizend. Ja. Und ein lila gestrichener Strang. Ja. Seht ihr, das gefällt mir. Auf die Idee bin ich noch nicht und die Poster. Ja. Schau mal, Franz, eine Telefonzelle, das ist doch reizend, ne? Ja, das ist ganz reizend. Nur bitte schau an, wie ich ausschaue. Da, der Knabe, der ist ordentlich angezogen, nicht wahr? Aber ich gehe herum wie der selige Grock. Da bin ich schuld, Herrgott, noch mal. Ich habe nur gesagt, du sollst dich etwas verlockern. Entschuldigen Sie, wollen Sie nicht bitte Platz nehmen? Ja, gerne. Bitte. Danke. So. Und was hältst denn die Blumen so in der Hand? Ach so, bitte, ja, aber bitte schön. Nein, Gott, nein. Nein, also bitte. Danke. So. Na bitte, schau, wie Klaus der Sektionschef angezogen ist und wie deppert du ausschaust in deinem Firmenwahnsinn. Mit dem Kaffee warten wir vielleicht noch, bis die Frau Neuberger kommt. Und ja, natürlich, das eilt doch nicht. Wir haben ja Zeit. Ja, da schau. Muffenkugeln am Tisch, das ist eine Hand. Das ist das Mindeste, was die auf den Tisch legen können bei deinem Aufzug. Sei froh, dass die nicht den Raum desinfizieren. Hallo. Ich bin auch schon da. Die Eingangstür war nur angelehnt und so habe ich sie auch angelangt gelassen. Grüß Gott. Namen. Grüß Gott. Grüß Gott. Ja, also, ich wollte nur sagen, ich habe heute etwas Besonderes mitgebracht. Das ist wirklich lieb, dass Sie uns alle was mitgebracht haben. Aber es wäre wirklich nicht notwendig gewesen. Ja, ich weiß nicht, was die anderen mitgebracht haben, aber ich bin sicher, dass ich mit meinem Präsent den Vogel abgeschossen habe. Ja? Ich habe nämlich mich mitgebracht. Oh. Das ist zu viel des Guten. Ja, wissen Sie, ich habe nämlich vor zwei Nächten entdeckt, dass ich... Halten Sie sich an? Ja, bitte, ich halte mich an. Dass ich ein Medium bin. Das erklärt vieles.
Also die Geschichte ist nämlich so, mit meinem zweiten verstorbenen Mann verstehe ich mich bestens, seit er im Jenseits ist. Das ist verständlich. Und vor zwei Nächten habe ich eben bemerkt, dass nicht nur er, sondern auch andere bedeutende Herren zu mir nachts zu Besuch kommen. Naja, da hat der Novak wieder vergessen, das Haustor zuzusperren. Bitte, bitte, die sind nicht durchs Haustor gekommen, sondern auf geistigem Wege, wenn Sie verstehen, was ich meine. Oh ja, das verstehen wir schon, Frau Malberger. Transzendental, nicht wahr? Bitte schön, das hat nichts Unanständiges dabei zu tun. Ja. Also, der Erste, der mich besucht hat, war Napoleon. Bitte, Herr Sektionschef, Sie müssen gar nicht lachen. Nur weil Sie nachts keinen Besuch von bedeutenden Persönlichkeiten haben aus dem Jenseits, brauchen Sie mich nicht auszulachen. Ja, soll ich vielleicht jetzt den Kaffee bringen? Ja, ja, oder wenn es jemandem lieber ist, wir haben auch Kräutertee. Moment, Eisenkraut, Bohnenkraut, noch irgendein Kraut. Nein, danke schön, danke, bitte, das hat Zeit. Zuerst kommt meine Gabe. Ja. Bitte, ich stelle mich Ihnen als Medium zur Verfügung. Sie können rufen, wen Sie wollen. Wenn Sie wollen. Ja, das könnte das eigentlich ganz interessant sein. Ja, es kann ein reizender Nachmittag werden. Ja, es muss ein bisschen ja, dunkler sein. Mach das. Bitte. Du, aber nicht zu düster, weil wenn es zu düster wäre, könnte man den Napoleon mit dem Herrn Sektionschef verwechseln. Ach Gott, ist das lustig. Ja, das ist lustig. Entschuldigung, aber ich wollte Sie jetzt nicht kränken. Also. Wenn einer gekränkt sein könnte, dann höchstens Napoleon. Also bitte. Ja. Na, jetzt können Sie rufen. Ja. Einen Helden oder einen König. Na, so König rufen tue ich nur beim Tarock. Aber. Franz, das habe ich kein Spielverderber. Also ich finde, wir werden rufen. Ja, da fällt so geschwind niemand ein, muss ich sagen. Oh ja, wir schon. Den Florian täte ich gern rufen, weil der hat versprochen, dass er um drei da ist und uns aufräumen wird. Ja, Fitschen, das geht nicht. Der ist noch nicht tot. Ich verkehre nur mit Verpflichtern. Na, Josef? Bitte, wo schaust du mich an? Du, ich fall jetzt nicht tot um, nur dass ihr einen Geist habt, gell? Das wäre auch nicht möglich. Von Geist keine Spur, lieber Junge. Danke, liebe Kirche. Kinder, das kann doch nicht so schwer sein. Also wir nehmen irgendwen aus der Geschichte, meinetwegen. Na, fang an mit Nero oder so irgendwas. Nein, Nero. Da brennen wir vielleicht auch. Na, nicht vielleicht, das stimmt. Nein, Nero nicht, der bellt. Der so? Was der heißt denn Hund, das? Der Nero ist ein Hund. Franz, ich bitte dich. Na, so gut, also meinetwegen, also Julius Caesar. Na, bitte nicht. Mit dem habe ich in der Schule mich genug herumplagen müssen. Den lassen wir lieber aus. Moment, Genghis Khan zum Beispiel. Nein, bitte, nein, der auch nicht, weil der haut uns am Ende die Wohnung zusammen. Also bitte, ja, bitte, ein Moment. Einigen müssen Sie sich schon, sonst kann ich mich nicht konzentrieren. Also bitte, Kinder, Vorschlag aus einem anderen Jahrhundert, ja. Ludwig der 14. Ja, gut. Der mit den vielen Freundinnen. Hm? Okay, der gefällt mir. Also bitte, das ist nicht ganz mein Geschmack, aber wenn Sie sich alle einig sind. Ja. Ja, bitte. Achtung. Bitte schön, vollkommene Ruhe. Ludwig! Also bei dem Schrei würde ich als Geist nur schauen, wie ich schnell wegkomme, aber nicht her. Sei doch still. Frau Neuberger, vielleicht sollte man die Seriennummer dazu sagen. Was? Na, Ludwig der 14. Ludwig! Der 14. Ja, vielleicht ist er gerade bei einem anderen Medium oder so. Geht's? Darf ich um mehr Ernst bitten? Oh, ich bitte vielmals um Entschuldigung. Ich kann's wirklich. Nein, bitte, bei allem Respekt, Frau Neuberger, aber mein Sohn ist nicht Ludwig der 14. Sie haben Angst. Nein, ich bin nicht Ludwig der 14. Kommt dir das erst jetzt zu Bewusstsein? Ja, aber sie hat recht, die Frau Neuberger. Sie hat gesagt, darf ich um etwas mehr Ernst bitten? Und in dem Moment ist der Herr Ernst erschienen. Das ist so fantastisch. Ja, aber irgendwas stimmt ja trotzdem nicht, weil der Herr Ernst lebt ja noch. Ja. Stört Sie das?
Es tut mir leid, dass meine Erscheinung solche Unstimmigkeit hervorruft, aber ich wollte eigentlich nur bitte nicht böse sein, aber Sie sind ja eigentlich erst in 3 Wochen bei uns eingeladen. Ja, wissen Sie, wir haben das Ganze etagenweise eingeteilt, weil Sie sehen ja, sonst reicht der Platz nicht. Ach so, ich verstehe. Ich bitte nochmals um Entschuldigung. Ich gehe auch gleich wieder. Ich habe nur meinem Vater etwas auszurichten und da ich wusste, dass er da ist, wollte ich mir erlauben, ihm... Bitte, bitte, setzen Sie sich oder gehen Sie. Ich spüre die ungeheure Kraft des Geistes. Lenken Sie nicht ab. Nein, nein, das möchte ich unter gar keinen Umständen, Papa. Ja. Was hast denn? Was durst denn so? Ich bin dem Novak auf dem Gang begegnet und er hat gesagt, ich soll dir ausrichten einen schönen Gruß an der Herr Papa. Nein, ich will vom Novak nichts hören, über den er mich schon halb in aller Herrgottsfrühe geärgert. Das tut mir leid, das habe ich aber nicht gewusst. Kommen Sie, er meint nur, man sollte... Kommen Sie, Sessel ist zwar keiner mehr da, aber der Polster ist auch ganz gut. Das ist aber sehr liebenswürdig, ja. Reizig, nein, geht schon, ja. Ja, ja. Naja, ja, vielen Dank. Ich verstehe das alles nicht. Na, dann was ist denn? Was hast denn du da komische Sachen? Du Bub, komm herauf. Du zupfst doch nicht an mir rein. Hansl, weißt du, an was ich mich jetzt erinnere? No? Naja, also wie du, entschuldige, wie du ein kleines Kind warst, das doch immer gebettelt, bitte, ich möchte mit den Erwachsenen bei dir sitzen. Ja, heute bettel ich aber nicht, im Gegenteil, ich möchte gleich wieder gehen. Ich habe mich nur etwas... Spüre den Geist. Er ist nahe. Erscheine. Ludwig! 14er! Um Gottes Willen. Was? Wegen? Wollen Sie nicht lieber heruntersteigen? Ich plauder so ungern mit Höherstehenden. Astrologie? Siehe Universum. Na, das sagt mir eigentlich gar nichts. Da werde ich doch wieder in mein Büchel weiterlesen, obwohl das gar nicht so gut ist, wie ich gedacht habe. Es ist im Gegenteil sogar sehr schlecht. Ich bin sehr deprimiert. Ich auch, Herr Guido, ich auch. Deswegen wende ich mich ja dem Kosmischen zu. Schauen Sie, es muss doch irgendwie an den Planeten liegen, dass ich mit meinen Engel solche Schwierigkeiten habe. Bei mir sind es nicht die Planeten, ehrlich gesagt. Ich weiß nicht mehr, was ich tun soll. Ah, da kann ich Ihnen aber helfen, Herr Guido. Sie sollten umgehen zur Wohngemeinschaft, da kriegen Sie eine gute Jause. Ich habe das nicht so momentan gemeint. Wo ich jetzt hingehen soll, das weiß ich. Ich bin doch kein Trottel. Das natürlich nicht, Herr Guido. Aber ich meine nur, wie Sie vorhin angeläutet haben, da war Ihnen der Standpunkt, also der Standort der Jause nicht so ganz klar. Ne? Was sind Sie doch für ein gefühlloses Geschöpf. Frau Sokol, ich suche jemanden, bei dem ich meine Sorgen abladen kann. Und ich habe dabei an Sie gedacht. Nein, Herr Guido, bei aller Sympathie, also ich kann kein Ätzerl mehr vertragen. Wirklich nicht. Da habe ich gedacht, ich finde bei diesem Buch Trost. Aber wissen Sie, wie das den Steinbock schlecht behandelt? Das ist fürchterlich. Wirklich. Wollen Sie was hören draus? Ich bin direkt melancholisch. Hören Sie, was über mich steht? Knochiger Körper, vorsichtiger, müder, schleppender Gang. Hören Sie, die Sterne müssen doch deppert sein. Es ist so, schauen Sie, das Gretel ist ja ein lieber, guter Mensch, aber sowas von berufsbesessen, das können Sie sich gar nicht vorstellen. Wenn wir zwei uns treffen, dann ist das, als ob zwei Radios verschiedene Programme spielen täten. Ich erzähle ihr von schönen Dingen, wie das so meinem musischen Charakter entspricht. Das Gesicht des Steinbockes. Große Ohren, sorgendurchfurchte, faltige Stirn. Herr Guter, schauen Sie mich an, habe ich große Ohren? Riesige. Also ich rede davon, dass ich auf einem Spaziergang einen wunderschönen Baum gesehen habe. Kahl zwar, aber majestätisch. Seine Äste ragen in den Himmel. Wie auf einer japanischen Tuschzeichnung. Man möchte davor meditieren. Also das ist die Höhe. Lippen dünn aufeinander gepresst. Tief fliegende Augen. Was? Tief fliegende Augen heißt es. Sprachausdruck nicht fließend. Und sie redet wie ein Wasserfall mitten hinein in meine poetischen Betrachtungen. Ich sag Ihnen, so einem Baum, da spürt man ja direkt die Urkraft des Lebens.
Und sie sagt, dass er dem Magengeschwür auf Zimmer 34 ist halt sehr schlecht gegangen. Ich habe es an eine Infusion gehängt. Ich sag, die Wurzeln des Baumes sind ja auch die Wurzeln der Menschheit. Und sie sagt, dabei hat der Patient so schlechte Venen, ich habe ihn dreimal stechen müssen, bevor ich eine erwischt habe. Das verletzt meine Gefühle, Frau Sokol. Verstehen Sie das? Nein, ich verstehe das nicht, was da über mein Leben steht. Ich meine, da muss man ja trübsinnig werden. Ja, Not als Dauerzustand, vom Pech verfolgt, Verrat, Verfolgung, Absonderung, Verfall, Zerfall, Degeneration, also was meint denn der damit? Also ich sage, meinst du nicht, zum Gretel sage ich das, ne? Meinst du nicht, dass man gerade als älterer Mensch sich an das Schöne im Leben halten soll? Und das Gretel antwortet, die Gallensteine von Zimmer 5 müssen jetzt doch operiert werden, ne? Bitte. Was soll man da tun, Frau Sokol? Ich weiß, man soll die Gastgeber nicht länger warten lassen, Herr Kultor. Ich weiß, ich bin halt so gar nicht auf Jubel, Trubel, Heiterkeit eingestellt. Also da kann ich Sie trösten. Bei der Laune vom Herrn Sektionschef, da wird da drüben eben lieber eine Stille sein wie auf einen Friedhof. Also. Jetzt ist sie auch noch in Starrkrampf verfallen. Mir bleibt wirklich nichts erspart. Was kann das denn mit Starrkrampf meinst? Das ist eine ganz normale Trance. Bitte, was ist an einer Trance normal? Ja, ja, da hast du vollkommen recht. Als verantwortungsbewusster Mensch müsste man eigentlich einen Psychiater herbeiholen. Du, das wäre der klassische Fall für den Dr. Bayer. Dr. Bayer? Na bitte, der ist, Moment, dass ich das jetzt nicht durcheinander bringe. Der ist erst in der Gruppe 4 bei uns eingegangen. In der Gruppe 4? Ja, das heißt, er ist erst in 4 Wochen bei uns. Aha. Franz? Ja. Also mir tut die Frau Neuberger eigentlich leid. Schau, sie ist überzeugt, sie ist ein gutes Medium und jetzt tut sie nichts. Das ist ja Blamage. Ich wünsche ihr fast, dass ein Geist erscheint. Na ja, damit sie nicht ihr Gesicht verliert. Du, den Verstand hat sie ja schon verloren. Kommt sie nicht drauf an, ob sie das Gesicht verliert. Sie haben vollkommen recht, gnädige Frau. Da muss was unternommen werden. Ja, das mache ich. Ja, bitte. Also das ist wirklich seelische Grausamkeit. Ja, dass wir da alle vor der guten Mehlspeise sitzen und keinen Bissen kriegen. Könnte man nicht vielleicht jetzt die Jausen und die Geister auf ein bisschen später verschieben? Aber nein, das geht sie doch zu sehr aufregen. Wart noch ein bisschen. Vielleicht erscheint wirklich noch wer. Beim Herrn Ernst hat es doch auch funktioniert. Aber das ist doch Unsinn. Ich bin ja nicht herbeibeschworen worden. Ich bin hergekommen, um eine mir unverständliche Nachricht bitte, an meinen bitte, Vater... Bitte, doch etwas Mystisches. Ja, nichts Mystisches. Es ist eine konfuse Aussage des verwirrten Herrn Novak. Ruhumba, wuhumba, bum! Kern, wer hat dir erlaubt, mein letztes Souvenir einer großen Liebe anzufassen? Bitte, ich reg dich doch nicht so künstlich auf, ich hab's doch nur gut gemeint. Mistkerl, Gefühlloser. Sie werden schon sehen, was mit Ihnen passiert, wenn Sie die Geister verspotten. Sie werden Ihnen erscheinen, Nacht für Nacht. Na, Jesus Maria, bitte nur das nicht. Weil wenn sich die im Zimmer irren und am Ende zu mir kommen... Mit trifft der Schlag. Bitte, Frau Neuberger, falls das ein Fluch gewesen sein sollte, ich kenne mich ja da nicht so aus. Bitte nehmen Sie ihn zurück. Ich denke nichts daran. Mit solchen Dingen treibt man keine Späße. Josef, entschuldig dich ja, doch. Aber liebes Fräulein. Im Gottes Willen, Sie sind doch ein vernünftiges, junges Mädel. Sie werden doch nicht diesen Mumpitz von der Frau Neuberger wirklich glauben. Haben Sie Mumpitz gesagt? Ich glaub schon. Gehe ich recht in der Annahme, dass Sie mich zutiefst beleidigen wollten? Nein, aber um Gottes Willen, liebe Frau Neuberger, natürlich nicht. Schauen Sie, mein Mann hat doch nur Spaß gemacht. Sie kennen ihn doch. Er muss sich immer über irgendwas lustig machen. Das ist eine Erklärung und außerdem Ihr Problem. Aber keine Entschuldigung. Und die verlange ich jetzt. Ich verlange eine vom Josef. Und zwar auf der Stelle. Weil er ganz genau weiß, was mir diese afrikanische Maske bedeutet. Und dass sie mir viel zu wertvoll ist für seine blöden Spielereien. Es ist nämlich die letzte Erinnerung an einen Freund, der in Afrika war. Aber nein, in Afrika? Mhm. Ach, ist er dort verunglückt? Nein, die Liebe von den beiden. Oh. Na ja, wie das heute so ist. Ja. Ja, aber Sie werden das bestimmt nicht verstehen. Warum? Wenn man einmal das Glück hat, dass man einen erwischt und der bleibt einem dann auch noch ein Leben lang, da kann man sich gar nicht vorstellen, welche männlichen Wechselfälle einem so passieren. Ja, das muss ich Ihnen schon sagen, dass Sie mit Ihrem Mord drum Glück haben. Ah ja?
Der ist gescheit. Ja. Hilfsbereit, ja. Charmant, aha, freundlich. Ja. Mit einem Wort eine Wucht. Aha, eine Wucht. Na ja, Sie können ja vielleicht recht haben. Vielleicht muss man seine Angehörigen manchmal mit den Augen von Außenstehenden anschauen. Also, mein lieber, gescheiter, freundlicher, liebenswerter, charmanter Franz, bitte geh dich jetzt bei der Frau Neuberger entschuldigen. Sag, Michela, fangst du jetzt auch schon zum Spinnen an? Haben Sie freundlich gesagt, Michi? Ich warte. Sonst mache ich nicht weiter. Los, Papa, wenn sie nicht weitermacht, dann hört sie auch nicht auf. Und das wäre in meinem Zustand höchst wünschenswert. Denn weißt du noch, meinem rechten Bein beginnt jetzt allmählich auch das linke einzuschlafen. Also diese und alle anderen Entschuldigungen übernehme ich. Weil schließlich will ich ja, dass sich unsere Gäste bei uns wohlfühlen und vor allem gut unterhalten. Ja. Also das afrikanische Zwischenspiel tut mir leid. Und die dadurch provozierte Bemerkung vom Herrn Sektionschef auch. Und jetzt sind wir alle wieder gut. Einverstanden? Ja, ja, ja. Das ist schön. Einverstanden. Ich versuche es eben noch ein letztes Mal. Ja. Aber es wird sehr schwierig werden. Denn in diesem Raum herrscht eine antipastische Strömung. Bitte, was herrscht hier? Antipastische Strömung. Ja, was, wieso, was für eine antipastische Strömung? Sie meint dich, mein lieber Franz. Ah, ich bin antipastisch, bitte. Na, Herr Guido, wollen Sie denn nicht endlich einen Ruckel geben? Ein Ruckel? Wozu? Na, zum Revierwechsel. Na. Dazu habe ich das Gretel wieder zu gern. Wenn Sie mir nur nicht dauernd die kranken Organe von fremden Menschen an den Kopf werfen möchten. Herr Guido, ich habe das ja auch nicht so örtlich gemeint, sondern ich habe nur gemeint, von hier nach übere, also hinüber. Die dir vis-à-vis. Ah, ja. Herr Guido, seufzen Sie nicht, Sie haben gar keinen Grund dazu. Hingegen ich müsste wirklich seufzen. Wissen Sie, was in dem Buch da drin steht, wo der Steinbock, an welchem Ort der sich am wohlsten fühlt? Soll ich es Ihnen vorlesen? Nein, bitte, lieber nicht. Weil ich habe mir von Ihnen eigentlich ein aufbauendes Gespräch erwartet und nicht einen weiteren Schubs in das tiefe Tal der Melancholie. Herr Guido, ich lese ihn aber trotzdem vor, weil wenn ich das für mich behalte, das zerreißt mich. Also, hören Sie mir zu. Wenn ihr nicht müsst, wäre es mir lieber. Also passen Sie auf, wo ich mich wohlfühle. Auf Dächern, auf dem Friedhofe, im Grab, in der Grube, in Wüsten, in Gefängnissen, in Erziehungsanstalten. Ich gehe. Alle dunklen und schmutzigen Farben und auch dunkelgrau und dunkelbraun, das muss ich der Frau Hartert erzählen, das ist eigentlich meine Leibastrologin. Na, der wird schon. Auf Wiederschauen. Wiederschauen, gut. Also ich bin wirklich der geduldigste Mensch, aber... Du bist der geduldigste Mensch, also da würde ich dir wirklich raten, heute über keine Brücke mehr zu gehen. Die kracht unter dir, aber mit lautem Krachen kracht sie zusammen. Herr Sektionschef, bitte wollen Sie freundlicherweise diese Klopfzeichen unterlassen. Das? Bitte schön. In diesem Raum gibt es nur zwei Klopfer. Der Geist und ich. Hat der Geist auch? Bitte? Herr Sektionschef, ich werde jetzt versuchen, es Ihnen zu erklären. Passen Sie gut auf, ja? Dann verstehen Sie es vielleicht. Ja, das ist ja rührend, dass Sie sich um mich so bemühen. Also, der Geist fügt sich durch ein deutliches Klopfen ein. Ja? Ja, ja. Das bedeutet die Antwort auf meine Fragen. Ja. Die Methode ist ganz einfach. Einmal klopfen bedeutet ja. 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 Zweimal klopfen bedeutet nein. Ja. Ja. Nein, ja. Ja. Nein. Also, ich frage. Ja. Bist du ein Geist männlichen Geschlechts? Das klopfst du einmal. So. Nicht sie, ich. Aber sie? Das heißt ja. Und Sie, ich frage weiter. Was war denn das? Jetzt ist er da. Nein, also ich habe nichts gehört. Aber in meinem Zustand ist das ja auch kein Wunder. Ich bin auf deinen beiden taub. Nein, ich habe auch nichts gehört. Ach, Frau Neubauer, rufen Sie noch einmal, fragen Sie noch einmal, bitte. Du, das ist aber bereits Sadismus, was du mit mir treibst. Ich hab's wirklich schwer hier. Aber bitteschön. Gut.
Bist du ein Geist männlichen Geschlechtes? Nein. Also, Frau Neuberger, wirklich, dass Sie da mit dem Fuß klopfen, also das... Ich bin ja keine Stepptänzerin. Bist du der Geist, den wir gerufen haben? Er hat Nein gesagt. Fantastisch. Na, du, das ist wirklich ein uralter Trick. Da ist irgendwer im Raum, der mit ihr im Bandel ist. Ja, aber warum schaust du mich an? Ich habe meine Hände hier auf meiner Schoß liegen. Die Füße? Aber geh. Okay. Bist du ein großer Geist? Ja. König? Ich glaube, jetzt fürchte mich. Aber geh, was soll er uns denn schon tun? Oder Frau Neuberger, geh, fragen Sie ihn doch einmal. Hm? Bist du uns wohlgesinnt? Der hat leicht klopfen, der kennt uns nicht. Er soll sich uns zeigen, bitte. Wenn es dir recht ist, willst du unter uns treten? Ja. Ja, hat er gesagt. Einen wunderschönen Samstagnachmittag, die Herrschaft. Herzlichen Dank für meine liebenswürdige Einladung. Dankeschön, meine Herrschaft. Guten Tag. Ja, servus, Franz. Guten Tag. Ja? Hier bin ich, bitte. Und jetzt werde ich dich erwürgen. Du sag mal, ist das ein brüderlicher Gruß? Franz, ich schäme mich für dich. Also wirklich, ich hätte geglaubt, dass du deine Lausbübereien endlich abgelegt hast. Aber dir ist ja, du wirst ja nicht auch im Alter nicht besser. Dir ist alles zuzutrauen. Herr Lafitte. Was, bitte? Sie haben mich zutiefst enttäuscht. Sie haben keinen Respekt vor den Außerirdischen. Ich habe keinen Respekt vor den Außerirdischen. Den allergrößten Respekt habe ich vor den Außerirdischen. Aber warum haben Sie sich denn dann als Geist ausgegeben? Habe ich ja gar nicht. Ich habe lediglich an die Tür geklopft, wie ist er? Wie es einem wohlerzogenen Menschen ziemt, bevor er einen Raum betritt. Bitte. Du, ein wohlerzogener Mensch, bevor er einen Raum betritt, macht nicht so eigenartige Klopfzeichen wie du. Erzähl mir keine Märchen. Du hast doch in einem gewissen Rhythmus geklopft. Na ja, Rhythmus. Ich habe schon als kleiner Bub in den Rhythmus geklopft. So habe ich geklopft. Oh, bitte, tausendmal, entschuldige. So, so und so. Ja. Ich klopfe eben, wie es sich mir will. Ja. Du hast uns hereinlegen wollen. Franz, aber mach dich nicht lächerlich. Wenn du an keine Geister glaubst, dann kann man dich auch nicht reinlegen. Und wenn du dann glaubst, wozu dann diese ganzen bissigen Bemerkungen? Christian, lebe grüß dich. Gib's mir Fuß. Ja, natürlich, du Klopfer, du. Du, ich sage dir, du bist die Perle unter allen Frauen. Das ist ein wahrer Jammer. Bitte, dass du den falschen Bruder geheiratet hast. Gell, du würdest mir nie die kranken Gallensteine von fremden Menschen an den Kopf werfen. Hm? Nicht meine eigenen und nicht die von fremden Menschen. Deine eigenen müssen herzig sein. Habe ich keine. Ja, aber wenn jetzt alle da sind, können wir doch eigentlich jausen. Ja. Weil Geister werden jetzt eh keine mehr kommen, oder? Ja. Na, bestimmt nicht. Die werden sich hüten, so eine Gesellschaft zu besuchen. Nur vielleicht die Apfelstrudelgeister, ne? Die sind sehr dick. Jetzt haben wir an und für sich aber nur Platzprobleme. Das löse ich gleich. Ja, aber bitte rollen Sie mich ruhig zur Seite. Ich bleib dann still liegen, bis meine Beine wieder zu gebrauchen sind. Guido, also wirklich, jetzt hör auf mit dem Spaß, nicht schon wieder klopfen. Ich hab doch keine, ich bin völlig unschuldig, bitte, nicht geklopft. Herein, welchen Zeichens du auch immer bist, großer Geist. Bitte, das Zeichen Steinbock, wenn's erlaubt ist, aber reden wir nicht darüber, weil was ich heute schon mitgemacht habe, ich könnte Ihnen Sachen erzählen. Was gibt's denn, liebe Frau Sockel? In meinem Horoskop fürchterliche Dinge. Ich bin nicht mehr ich selber, seit ich das gelesen habe. Frau Sockel. Ja. Trotz Ihres Horoskops nehme ich Sie nicht an, dass Sie wegen des Horoskops hier so einen spektakulären Auftritt gemacht haben. Nein, das nicht. Obwohl ich nicht weiß, was da spekulär war an dem Auftritt. Es geht vielmehr um das Wasser. Bitte, um was für ein Wasser? Nein. Also nach dieser Geisterbeschwörung jetzt auch noch ein Orakel. Ja, nimmt denn niemand Rücksicht auf mich? Wahrscheinlich stehe ich auf der Leitung. Nein, auf der Saf.
Entschuldigung, auf der Seife. Weil nämlich das Badezimmer ist so ein bisschen unter Wasser, es schwimmt alles. Die Seife. Was denn? Um Gottes Willen, Wasser im Badezimmer? Frau, ich leg schon trocken. Ich hab mir nur gedacht, vielleicht interessiert es sich. Ha, das hängt wahrscheinlich mit der Botschaft vom Novak zusammen. Er hat gesagt, richten Sie dem Herrn Papa aus, alle Brünlein fließen wieder. Hat er gesagt, aber ich habe natürlich angenommen, dass es sich um den Alkoholfluss. Sag einmal, du hockerlst dich daher, nimmst an blödsinnigen Geisterbeschwörungen teil, anstatt mir einen ganz simplen und geraden Satz zu sagen. Na, entschuldige, hier handelt es sich nicht um einen simplen und geraden Satz, sondern um eine ganz verklausulierte, chiffrierte Botschaft handelt es sich. Außerdem, es hat mich ja kein Mensch zu Wort kommen lassen. Franz, lass doch den armen Ernstl in Ruhe. An der ganzen Sache bist doch du schuld. Ich? Natürlich, warum hast du die Dusche in der Früh nicht abgedreht? Aha. Liebe Hilla, was hätte ich an der Dusche abdrehen sollen? Es ist sowieso kein Wasser gekommen. Das ist eine Logik, das ist eine Logik. Es bleibt einem der Verstand stehen. Und was stehst du hier so herum? Komm mit mir, hilf mir doch. Wir müssen doch das Wasser raus. Ich hole einen Kübel und einen Fetzen und helfe ihnen auch. Ja, bitte. Also ich muss uns wieder entschuldigt sie halt so. Wir kommen ein anderes Mal, vielleicht an einem trockenen Nachmittag. Auf Wiedersehen. Ja, schon. Naja, also bitteschön, also dann werde ich mich vielleicht auch verabschieden. Nein, bitte, bitte lass mich nicht allein, trag mich mit. Was ist das? Ernsterl, nicht du jetzt du auch noch auf meinen Nerven Tango tanzen. Ja, sagen Sie, was ist denn mit dem Buben los? Frau Neuberger, was haben Sie mit meinem Neffen gemacht? Haben Sie ihn vielleicht versteinert? Na so, ja sagen Sie, sind Sie vielleicht diese Dings da, na, wie hat das grausliche Geschöpf geheißen, dass man nur hat anschauen müssen, dann ist man zu Stein geworden? Wie war der Name der Werte? Sie können mich nicht beleidigen, Herr Lafitte. Niemand aus Ihrer Familie kann das. Ich verkehre nächtens mit hohen, großen Geistern und die sind die wahren Partner für mich. Ja, also komm, Ernst, du mach doch keinen Schaden. Ja, aber das geht ja nicht so einfach. Darf ich Ihnen helfen, Herr Lafitte? Sie so rechts schwer. Und Sie links. Ah, oh, du, so, wir haben ihn. Nein, noch nicht. Jetzt. Ja, so, warte, ich bin ein bisschen später. Aber ich habe hoffentlich noch nichts versäumt, oder? Oh ja, das versprochene Aufräumen hast versäumt. Und drei hast da sein wollen. Ich hab's ja versucht. Aber dann ist meine Uhr stehen geblieben und du weißt doch eh, wie das ist. Ja, ich weiß es haargenau. Deine Uhr bleibt nämlich immer pünktlich außer Haus stehen, wenn du einmal was tun sollst. Seit wir zusammengezogen sind, ist das auch so. Immer druckst du vom Putzen. Es tut mir leid, für heute ist es zu spät. Aber ich werde es ein anderes Mal nachholen, okay? Nein, kein anderes Mal. Heute und jetzt gehen wir heute vertrockene Tücher und gehen mit Herrn Sektionschef ins Badezimmer. Da kannst du alles an versäumten Putzgelegenheiten nachholen. Du musst nichts verstehen, nur wischen. Das zieht und brennt und sticht und brennasselt und. Das ist nicht zu schildern, was das ist. Ja, du brauchst nicht weiter schildern. Wenn es dann im kalten Wasser drüben sein wird, wird das schon besser. Ich glaube, die Kneippmethode. Eine gute Idee. So, Moment, bitte. Frau Neuberger, sind Sie lieb, könnten Sie den Apfelstrudel unter den Arm nehmen und sich uns anschließen? Weil, wenn drüben die Arche Noah gelandet ist, haben wir sicher alle einen Hunger. So, darf ich Ihnen noch mal es dogert so, weißt ja, du? Dieser Familie kann man nichts anfangen. Sogar wenn man woanders zur Jause eingeladen ist, passiert nichts wie Katastrophen. Frau Neuberger, diffamieren Sie unsere liebe Familie nicht? Sonst muss ich Sie in offener Seeschlacht zum Duell herausfordern. Im Namen aller Lafitz. No, bin ich dein lieber Bruder? Na, aber natürlich bist du wieder mein lieber Bruder. Aber Guido, ich meine ja so. Gib zu, das mit dem Klopfen, also das war nicht völlig in Ordnung. Aber bitte, ist ja wurscht. Denn du drauf? Ja. Na, also komm, geh mal aufwischen. Moment. Damit die Hilla Freude hat. Ich blase noch einen schönen Rauch in diesen Raum und nun geht's. Ja, danke für deine Liebe. Ja, aber bitte sehr, gerne geschehen.